Sehr schön, das haben wir komplett abgeschlossen. So. Schwert der Herrschaft. Gut, jetzt schauen wir mal auf die Karte. Hier ist die Tür, da brauchen wir noch 5 Ithildien für. Alles klar. Da sieht man das. Agla, du musst für diesen Auftrag zunächst die Fähigkeit Terrorisieren freischalten. Und hier ist noch was Neues. Reit, angetrieben von einem. Vom einen Ring. Angetrieben vom einen Ring von Celebrimbor, sicher unaufhaltsam auf dem Schlachtfeld. Gedenke seiner Heldentaten, indem du 30 Feinde besiegst. Das machen wir dann später. Feinde töten haben wir eben schon gemacht. Der hier ist episch. Den machen wir mal als erstes. Dafür müssen wir erstmal aus der Höhle hier raus. Können wir hier hochklettern? Das können wir. Sehr gut. Okay, da kämpfen die gegen Menschen, die meine ich uns. Ein Epic, den werden wir jetzt töten. Was? Ein Uruk ist tot. Hallo. Diese Waffe trägt die Dunkelheit in sich. Und bald ist diese Dunkelheit auch in dir. Ja, schauen wir mal, ne? Siehst du das? Tut weh, wenn ich rede. Also werde ich dich schweigend töten. Alles klar. Machen wir zuerst ihn hier. Okay, es liegt ein Fluch auf mir. Und noch einer. Jetzt sind wir hier 3 Elite. Den müssen wir schnell aufzehren. Sehr gut. Und jetzt den da hinten. Dann haben wir wieder Leben. Geht ja nicht, dass wir hier sterben. Das nehmen wir auch nochmal schnell mit. So. Der kriegt jetzt auch auf den Sack von uns. Der hat uns schon mal besiegt. Okay, der macht Fernkämpfe. So, den haben wir hingerichtet. Der ist schon mal weg. Das sammeln wir auf. Oh.
da hätten wir ausweichen müssen. Wunderbar. Der ist auch tot. Hoffentlich sterben wir jetzt nicht gleich. Unser Leben ist schon ziemlich... Was ist denn hier raus? Sehr gut. Sehr schön. So, ich meine, jetzt haben wir hier auch alles besiegt. Gut, Fähigkeit freischalten. Was nehmen wir denn? Explodieren lassen brauchen wir erstmal. Ich möchte gerne Lagerfeuer explodieren lassen. Das ist sehr cool. Die Gruppen stehen ja meistens um die Lagerfeuer rum. Das gibt auch viel EP. Oh, Überfall von hinten. Wenn du nicht aufhörst, mache ich das. Mock der Nörgler. Dann hört es auf. Mock der Nörgler. Okay. So, durch die Hinrichtung kriegt er immer schön viel Schaden. Zack, der ist auch weg. Keine Chance gegen uns. Da ist irgendwas für ein Dolch. Wollte unentdeckt bleiben. So, jetzt müssen wir einer mal gucken. Von Mordors Meuchler. Wir haben eben was für die Brust bekommen hier. Okay, die ist nicht unbedingt besser. Haben wir einen besseren Dolch? Ja, wir haben einen besseren Dolch. Sehr gut, das heißt Schleichangriffe machen auch ein bisschen mehr Schaden. Stufe 5, 37 plus 0, also plus Bonusaufgabe und Effekt. 0 von 5, töte einen Feind, während deine Macht voll aufgeladen ist. Hauptmänner erhalten automatisch eine Stufe, wenn sie rekrutiert werden. Okay, wir behalten mal die Waffe, die wir ausgerüstet haben. Weil Schwert der Herrschaft gibt nochmal plus 1 auf die Hauptmänner, die wir rekrutieren. Das ist ein cooler Effekt. Noch haben wir zwar nicht groß rekrutiert, aber... Es werden mehr kommen. Das kriegen wir wohl auch nochmal hin. So, jetzt gucken wir mal auf die Karte, was wir als nächstes machen. So, die 30 Leute da zu töten machen wir nicht. Hier haben wir soweit aufgeräumt. Ich würde sagen, wir müssen hier natürlich Ithildin für sammeln. Das läuft, das liegt hier überall rum. Dafür müssen wir die Schnellreisepunkte freischalten. Wir machen einmal die Hauptmänner. Ich würde sagen, weil wir relativ gut dastehen gerade, machen wir erstmal den hier und dann machen wir auch gleich die Blutrache hinterher. Die sind nämlich alle da so ungefähr auf einem Fleck. So, die sind weg. Okay. Ja, lass die sich aufregen, die hören, wie wir hier rumlaufen.
So, ich glaube, da unten steht er. Ischmotz. Der Wurmschlürfer. Was war das? Nein, hier ist gar nichts. Tschüss. Fleisch für die Magen! Oha, hier haben wir auch gleich. Ich weiß, wie es ist, vom Tod zurückzukehren. Ich fiel ihm auf dem Schlachtfeld anheim, bis mich kriechende, windende Wärme überkam. Aber tausend zuckende Maden krochen über mich und in mich hinein, fraßen das tote Fleisch von meinen Wunden. Jetzt sind sie bei mir, für immer. Eine kriechende, sich windende, ewige Qual. Wow, ein schönes Gedicht. Hat er auswendig gelernt? Schmerzenzeit. Ups. Heute werden erzählt euch irgendwas. Zeig mir, wie du... Ah, wir kommen hier nicht weg. Ich glaube, jetzt haben wir verloren. Ah, jetzt sind wir weggekommen. Sehr schön. Durch herumgehüpfe. Okay, jetzt hat er uns, aber wir können die letzte Chance nehmen. Ja, ja, mehr Blut! Dann bring es auch zu Ende, du Schrack! Eieiei, hier sind überall Gegner. Deine Eingeweide trage ich als Druck. Schleicht hier jemand? Nee, schleichen würde ich das nicht nennen. So, das Viech hier. Der ist schon mal weg. Sehr gut. Jetzt habe ich ihn. Stahl. Reich ihm die Beine aus! Beuge! Steht euch nicht!
Ja, ich glaube auch. Du bist schwach, stirb dein Junge! Ich glaube, das war's, ne? Ja. Da war viel los. Two-Horn der Krieger. Das gibt noch eine Blutrache. Schade, wir haben das ganz gut eigentlich gemacht. Als respawn die bis zu einem bestimmten Punkt. Der wurde befördert. Stufe 16. Es verstreicht jetzt Zeit. So. Wir werden wiederbelebt. Gut. Wo sind wir? Wir sind da. Ich würde sagen, Vorratsraubzug. Was haben wir hier? Blutrache. Eieiei, da war schon Action. Hinrichtung. Ein feindlicher Hauptmann richtet Gefangene aus Gondor hin. Da müssen wir auch nochmal helfen. Dux der Stamm. Okay, im Grunde haben wir uns eigentlich ganz gut geschlagen. Egal, wir finden den eh wieder und töten ihn dann noch. Dusch der Träumer und Gubu der Tagschlechter. Blutrache, da hinten ist er. Two-Horn der Krieger, der ist jetzt ganz da hinten. Den werden wir uns noch greifen. Das ist der, der uns eben getötet hat. Aber auch nur wegen der Masse. Eigentlich ist der easy. So, ich denke mir, wir machen zuerst die Quest hier. Beziehungsweise helfen da mal. Weil ein Lager überfallen wird. Und dann sollten wir uns auch den... Oder holen wir uns erst den Schnellreisepunkt? Ja, wir holen uns zwar zuerst hier den Schnellreisepunkt. Hedir. Wo ist das? Da hinten. Guck mal, man sieht den Turm auch schon von hier. Das ist hier alles ziemlich dicht beieinander. Wir hätten eben auch auf diesen Turm zum Beispiel da klettern können. Da kommen die nicht drauf. Auf diese Türme können die nicht drauf klettern, so wie ich das sehe. Wie ich mich erinnere. Was war das? Na, komm. Ich habe mich auch schon zu Tode gelangweilt. So, sehr gut. 30 Fuß. Den holen wir uns mal eben. Okay, die haben wir alle gefunden. Wir haben auch einen Fähigkeitspunkt. Den können wir direkt verteilen. Charakter. So, was haben wir hier? Frostfestnageln. Wenn du einen Feind in den Fuß triffst, wird er an Ort und Stelle festgenagelt. Haha, das ist witzig.
Das werden wir noch nicht machen, aber finde ich gut. Ich würde sagen, terrorisieren werden wir erstmal skillen. So. Dann können wir auch diese eine Quest machen, wo wir terrorisieren für brauchten.